So, herzlich willkommen zum ersten Let's Play von FIFA Manager 13 von mir. Ja, ich habe mir extra nicht das 14er besorgt, weil das 14er wesentlich schlechter ist. Und ja, hatte mal wieder ein bisschen Bock auf Manager Games zu zocken. Und werde jetzt mit euch eine neue Karriere anfangen. Und zwar ein neues Spiel. Und werde einen Verein gründen. Gehalt ist jährlich, das passt. Mit der beiden Staaten, das passt schon. Das passt auch. Auf jeden Fall habe ich vor, in der Regionalliga zu starten. Und Standard-EA-Datenbank mit zukünftigen Transferspielen, das passt alles. Der Rechner wird hier im Limit arbeiten. Was habe ich denn da ausgewählt? Deutschland und England? Italien, Japan, brauche ich. Serie A. Spanien, was habe ich denn noch? Das sieht ganz gut aus. 26 Ligen. Habe ich Frankreich drin? Frankreich ist drin. Eine Top-Vereine in Deutschland. Das sollte so passen. Ihr Rechner wird hier am Limit arbeiten, das glaube ich zwar nicht. Aber schauen wir mal. So, Manager. Stellen wir natürlich auch neu. Hätte jetzt schon ein bisschen länger. Also, weiß nicht, ob das jetzt immer so ist. Aber ich hoffe mal nicht. Neuer Manager erstellen. So, wie alt bin ich denn? Ich habe am 13.05. sagen wir mal. Also alt bin ich noch nicht. Sagen wir mal, ich bin 20 Jahre alt. Nationalität zweiter habe ich keine, aber Englisch kann ich. Lieblingsverein. Ich suche mal vor das Foto, lass mir jetzt einfach. Niemals trainieren würde ich Lieblingsspieler. Na, schauen wir einfach mal. Machen wir jetzt keine Besonderheiten. Gesichtsform. Hauttyp etwas heller. Mit Bart. Nee. Ja, das sollte. Dann mache ich sich zu dieser hier. Bisschen blond. Immer noch rote Klamotte. Kleidungsstil. Sportlich, förmlich. Leger. Na, ich bin eher der sportliche Typ. Ja, schwarz-gelb. Größe. Ja, machen wir mal 1,90. Nee, aber ohne Privatleben, weil da habe ich absolut keinen Bock drauf. Und ja. Als Sprintertrainer arbeiten, genau, das war wichtig. Stadt. Was nehmen wir denn für eine Stadt? Wäre fast für meine Heimat. Habe ich einen Flieger im Bildschirm? Das passt mir gerade gar nicht. Nehmen wir Köln. Nehmen wir Köln, oder? Aber es war eins Köln nehmen. Let's play. LP, da. Ich sehe gerade nichts so dunkel hier. Kreisliga, dritte Liga, Europa-Liga, Regionalliga West. Das sollte passen.
Mal, Let's Play Guide ist Köln. Wissen wir noch. Ja, was sollte so passen? LPKK. Ich hoffe, damit treffe ich nicht auf irgendwelche komischen Völker, die ich jetzt beleidige, oder irgendwas anderes. Wenn ja, ist es nicht meine Absicht. So, was haben wir denn da Schönes? Die Wappen waren eben mindestens was Rechteckiges mit Streifen. Hintergrundtyp. Nee, das gefällt mir nicht. Was Rundes. So. Das sieht auch gut aus. Machen wir noch ein gescheites Symbol da rein erstmal. Was haben wir denn hier? Let's Play Kickers. Diesen Hund gibt es auch schon seit dem FIFA Manager 2007 oder so. Da gibt es aber auch nichts, was irgendwie. Keine Ahnung, wir nehmen einfach Löwen. Nehmen wir Löwen. Pferd. Dann nehme ich den Hund. Signalisiert so eine. Ich als Alpha-Männchen, aber ich würde gern gelb, weiß-gelb oder schwarz-gelb. Ich habe auch meinen Anzug schwarz-gelb gemacht. Ne? Das sieht auch ganz cool aus eigentlich. Kann man das verschieben? Kann ich das verschieben? Kann ich das hochschieben? Geht das nicht? Natürlich machen wir die auch mit Gelb. Das ist da unten. Okay. Aber das möchte ich gerne größer haben. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Schauen wir, dass man keine dritte machen kann. Machen wir ein zweites Emblem. Ach nein, scheiße. Nee, machen wir nicht. Wir haben kein zweites Emblem. Wir machen das. Das sieht ganz gut aus. Das gefällt mir. Trikot. Schwarz-gelb. Nein. Ich sehe da irgendwie nie Veränderung. Vielleicht sollte ich das mal schwarz machen. Ah, jetzt sieht man da auch was. Ja, das passt doch zum Verein. Das sieht doch ganz cool aus. Stützen kann man bestimmt schwarz-gelb machen. Design. Man sieht so ein. Ja. Jetzt drehe ich mal hier. Hannes. Anstrengend. Manager. Da will ich das Gelb haben und unten.
stehen. Rechts auf der Brust, ja, das sieht gut aus. Kapitänsbinde. Schwarz. Natürlich, das sieht gut aus. Jetzt müssen wir noch das Aussetzticker-Design. Das ist natürlich. Sehr schwarz mit ein bisschen gelben Akzenten. Ich glaube, das gefällt mir sehr gut. Ein bisschen gelber Hund, da kann ja auch noch schwarz rein. Machen wir das mittlere. Das mittlere machen wir schwarz. Gucken, was da passiert, wenn wir da ein bisschen am Design rum. Eigentlich gefällt es mir dann quasi besser, wenn das alles schwarz ist mit einem kleinen gelben Akzent. So. Das sieht doch gut aus. Die Kapitänsbinde darf dann natürlich in gelb sein. So, der Spielername jetzt auch. Ist das die Nummer denn rot? Das muss ich noch ändern. Aus. Rückennummer. Ja, und das müssen wir bei meinem Trikot noch anpassen. Nee, so spielen wir auch noch unten. Das sieht gut aus. Das gefällt mir. Stadion, Kapazität von 400. Okay. Na, lassen wir erstmal. Wir spielen Regionalliga. Da haben wir. Ich weiß jetzt nicht, was ausbauen. Bin ich dafür, dass wir so. Ach, der hat nur die eine Tribüne ausgebaut, oder was? Okay. Dass wir erstmal alles so ein bisschen ausbauen. Gesamtkapazität 15.000, das sollte ja reichen. Also ich will es jetzt nicht übertreiben. Haupttribüne kann man vielleicht noch etwas mehr machen. Ausbauen so. 16.000 Sitze, das sollte reichen. Das sollte reichen auf jeden Fall. So, hier bestätigen wir die Gründung des der Let's Play Kickers Köln am 1.7.2012. Der befindet sich zu 100% im Besitz von Pac-O-Maniac. Sehr gut. Sehr gut. Falls ihr euch fragen solltet, ich bin ja Spielertrainer, ich habe natürlich volles Talent, ohne Mist. Spiel ich Sturm? Ja, ne? Stärke 49. Sturmtank. Ja, das lassen wir jetzt so. Stärke von 51.
Verbleibende Punkte minus 20. Na, das ist schlecht. Bin ich Linksfuß? Ja, machen wir Linksfuß. Rechtsfuß? Rechtsfuß, wurscht. So, das sollte so passen. Das sollte so passen. Gefällt mir, ich habe ein gutes Talent. Und ja, dann schauen wir mal. Dann schauen wir mal, wie geht's jetzt los? Regionalliga West, ja, das gefällt mir gut, gegen den Spieler da. Fortuna Köln, Fortuna Düsseldorf, 1. FC Köln 2, sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus. Ja, da ist unser Ziel, Bundesliga. Schauen wir noch mal, Wochenablauf. Das sieht auch in Ordnung aus. So, Anvisierung. Jetzt kommt hier die indirekte Schleichwerbung von Sony. Dass ich meinen Tag anfange, klicke ich mal weg. Dann sagt das halt mal für 60.000 Euro. Möchten die Verhandlungen aufnehmen? Weiß ich noch nicht. 7.000. Der Verein besitzt derzeit 282 zahlende Mitglieder. Sponsoring. Okay. Als allererstes gucke ich mir die Mannschaft erstmal an. So. Das sieht doch schon mal ganz brauchbar aus. Zweite Mannschaft. Haben wir eine zweite Mannschaft? Ja, cool. Okay. Was halt wichtig ist natürlich auch die Personalsache. Mitarbeiter. Was habe ich denn für Trainer? Ah, das sieht da schon mal gut aus. Was verfolgt der für ein System? Wenn ich jetzt hier mal einen Co-Trainer frage. 4-2-2-2. Will ich das Spielsystem behalten? Oder will ich es nicht behalten? Defensives Mittelfeld. Ich will eigentlich nur mit einem Sturm. Also das gefällt mir eigentlich schon ganz gut. Das würde ich gerne beibehalten. Ich habe hier einige Nieten im Team. Also. Da stehe ich nicht auf dem Platz. Gefällt mir nicht. Ich habe das größte Talent, oder? Okay, muss ich mehr trainieren. Aber. Defensives Mittelfeld ist gut ausgestattet. Der Innenverteidiger, sagen wir ja, Innenverteidiger. Der Wiese 45. Das ist so der Schwächste mit dem. Ja, 45. Das ist echt ein bisschen wenig, da muss ich was dran tun. So, jetzt hatte ich da noch ein. Was war das? Das ist ein wichtiges defensives Mittelfeld. Nein, machen wir nicht. So. Gucken wir mal an Scouts. Wir haben einen Scout. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall einen Scout anstellen. So. System kaufen. Was habe ich denn? Was ist denn für ein Budget? 1,3 Millionen. Okay. Okay, habe ich da was Brauchbares als Innenverteidiger? Nicht wirklich. Jugend. Boah, da wächst ein gutes Talent und linkes Mittelfeld. Nett. Das ist echt schlecht. Ja. Ich hoffe, ihr hört meinen Hund nicht schnarchen. Das wäre echt. Das ist suboptimal. So, auf jeden Fall ist jetzt der Verein gegründet. Und ja, jetzt müssen wir uns hier mal ans Sponsoring wagen. Da haben
Sponsor, Bandenwerbung haben wir auch noch frei. Laufzeit 5 Jahre. Da würde ich eigentlich gerne 2 Jahre. Passiert mir, wenn ich hier drauf zahle? So, minus 5%. Warte ich mal noch ein bisschen. Also, die Stimmung ist schon nicht mehr die beste. Sagen wir nochmal, ob es mir was höher gehen. Letzte Sekunde, 3, 2, 1. Unterschreiben. Stimmung ist nicht die beste, aber es ist mir egal, Hauptsache zu zahlen. Merchandise, das sagt der Merchandise hier. Aufnehmen. Ja, machen wir da eben eine Marketingkampagne. Dass wir natürlich ein bisschen cooler reinkriegen. Kann ich Shows entwickeln? Ne, müsste ich erweitern. So. Ich habe gesagt, wir brauchen eine Innenverteidigung. Das sagt den Transfermarkt, hat der offen? Das raus. Innenverteidiger, halt, nicht linker Innenverteidiger. So. Natürlich nur realistische Transfers. Stärke 65. Zudem erstmal nach Stärke. Was haben wir denn hier? Der ist 25, Stärke 65. Heidenheim. Vertrag. Okay. Spieler scouten. Naja. Hast du im Moment eh nichts zu tun? Vielleicht kann man den ja. Oh Gott, dieser Hund schnarcht schon wieder so. Ich hoffe, ihr hört das nicht. Das wäre grausam. Mitarbeiter. Suchen. Ich brauche auf jeden Fall noch einen Scout. Realistische Transfers. Der hat tatsächlich mit allgemeines Scouting. Das heißt, ich würde Angebot unterarbeiten. Boah, ich kann keine Mitarbeiter mehr einstellen. Natürlich nicht. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir hier mal keinen Break. Und wir hören uns dann gleich oder demnächst beim nächsten Let's Play.